Was verzapf ich für einen Seich hier, oder? Also, das geht ja gar nicht, oder? Also, nee, also wirklich. Cheers, oder? Ich beende jetzt jeden Satz mit oder, bis es euch anscheißt, oder? Nee, also. Ja, hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Sammy und wir sind wieder beim Akinator. Ich möchte ihn jetzt schon noch ein bisschen ins Schwitzen bringen. Ich habe noch eine solch große Liste mit Figuren. Das wird wahrscheinlich nicht alles in diesen Part reinpassen. Dann gibt es einfach noch einen. Ich finde es so lustig, den da auszufragen und zu schauen, ob er draufkommt. Ihr könnt natürlich auch wieder mitraten, welche Figuren ich mir so ausgedacht habe. Wenn ihr keinen Bock habt auf Mitraten, dann könnt ihr einfach in der Videobeschreibung nachschauen. So, ich fange mal mit etwas Mittelschwerem an für den Anfang. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Nein. Lebt deine Figur wirklich? Ja. Ist deine Figur aus den USA? Nein. Ich finde, jetzt wird es schon mal ein bisschen spannend. Ne? Er fragt immer Deutschland, USA, jetzt ist mal beides nein. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ne? Spricht deine Figur Deutsch? Nein. Ich habe zwar vorhin gerade kurz ein YouTube-Video nachgeschaut, ich wollte halt kurz nachschauen, wie man den Namen korrekt schreibt und habe dann ein YouTube-Video gesehen, ja, bla bla bla, spricht Deutsch. 2 Minuten YouTube-Video, er sagt irgendwie so 2, 3 Wörter auf Deutsch. Aber nein, nein, er spricht nicht Deutsch. Ist deine Figur älter als 30? Ja, der ist älter als 30. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Nein. Ist deine Figur ein Politiker? Nein. Finde ich gut. Wir sind jetzt bei Frage 10. Alles einfach nein, nein. Finde ich gut. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Nein. Nein. Doch, doch. Doch. Ist deine Figur ein Schauspieler? Ja. Er ist Schauspieler. Stammt deine Figur aus Großbritannien? Nein. Ist deine Figur muslimisch? Oh mein Gott, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Okay, cut. Ich guck jetzt mal die Definition von muslimisch nach, was da genau alles darunter fällt. Was will ich jetzt hier mit Religion? Oh mein Gott. Okay, also. Er ist muslimisch, ja. Ich habe einfach mal kurz danach gegoogelt, wieso nicht. Wenn ihr übrigens Akinator auch selber spielen wollt, am besten einfach ins Internet Google eingeben, Akinator. Dann findet man den ziemlich schnell. Stammt deine Figur aus der Türkei? Nein. Trägt deine Figur manchmal Eyeliner? Nein. Was kommt er immer so mit solch weiblichen Sachen? Ich meine... Er fragt zuerst, trägt sie weibliche Kleidung? Trägt sie Eyeliner? Ja gut, kommt jetzt halt drauf an. Ich meine, Schauspieler habe ich ja gesagt, ja, also... Ich sag mal nein. Stammt deine Figur aus Deponia? Nein. Und deine Figur in Düsseldorf? Alter. Wir hatten jetzt Deutschland, wir hatten die USA, wir hatten Großbritannien... Und jetzt ist es scheinbar, jetzt weiß er nicht mehr weiter. Mehr gibt's nicht. Jetzt fragt er, kommt sie aus Düsseldorf? Nein. Kommt deine Figur aus Indien? Ja! Hatte deine Figur schon mal ein Kind? Ja. Habe ich jetzt beim Googlen auch gerade gesehen, ja. Ist die Augenfarbe deiner Figur braun? Ja. Das war Frage 20, oder? Ja, Shahrukh Khan. Absolut korrekt. Ich habe jetzt eigentlich auch nichts anderes erwartet. Wenn man jetzt den berühmtesten momentanen Bollywood-Schauspieler nimmt, dann ja, dann sollte er den auch rausfinden, natürlich. Ja. Okay, gut. Dann jetzt muss ich mal diese Figur hier, die habe ich übersprungen, die nehme ich vielleicht später noch. So, jetzt mal was ganz anderes. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass der Gedanken lesen kann, weil
Wie oft hat er das jetzt schon gefragt? Auch in der letzten Folge. Ich glaube einmal, oder? Und jetzt denke ich an einen YouTuber und er fragt, wurde sie durch YouTube bekannt? Ja. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Trinkt deine Figur gerne Whisky? Keine Ahnung. Ich weiß nicht so viel über den, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt gern googeln, aber ich will nicht schon wieder schneiden. Also sage ich einfach, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Hatte deine Figur schon einmal blonde Haare? Ja. Heißt der Kanal deiner Figur Concraft? Nein. Ist deine Figur so alt wie du? Was bringt ihm das? Der weiß ja nicht, wie alt ich bin. Eben, das hat er früher, glaube ich, hat er immer zu Beginn gefragt, wie alt man selber ist und welches Geschlecht man hat. Und heute macht er das nicht mehr. Was ist deine Figur so alt wie du? Ich würde mal sagen, ungefähr. Also, was heißt so alt wie du? Genau gleich alt? Ein paar Jahre auseinander? Ich sag mal, wahrscheinlich. Ich definiere jetzt einen Zeitraum mit wahrscheinlich. Wohnt deine Figur auf dem amerikanischen Kontinent? Nein, hat er nicht schon nach Deutschland gefragt. Wohnt deine Figur in Bayern? Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das ist jetzt so ein Problem, ne? Wenn man die halt nicht selber nicht gut genug kennt, dann... ich google jetzt nicht, das gibt es einfach einen Haufen, ich weiß nicht. Da muss das auch so hinkriegen. Ist deine Figur bei Kinderserien bekannt? Glaub nicht, dass ich wüsste. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Unter anderem, ja. Gehört ihre Figur zum Freedom Squad? Aber ist keine Ahnung, was Freedom Squad ist. Ist das auch ein YouTube-Kanal oder ist das irgendeine Verbindung? Ich sag mal, nein. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Ja, ich glaube schon. Spielt deine Figur GTA 5? Also sie haben definitiv GTA 5 Videos, aber hat er auch mitgespielt? Ja, ich denke schon. Sagt deine Figur immer geilo? Puh! Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, also er darf jetzt ein bisschen länger brauchen, weil wenn ich jetzt so viele Sachen nicht weiß, dann bin ich da ein bisschen großzügiger. Tanzt deine Figur gerne? Ich glaube nicht. Ich sag mal nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sieht deine Figur manchmal aus wie ein Monster? Nein, also so schlimm sieht er nicht aus. Beherrscht deine Figur eine bestimmte Zauberkraft? Okay, ich glaube, jetzt weichen wir ein bisschen vom Thema ab, weil es ja eigentlich um YouTuber ging. Nein. Hat deine Figur eine Brille? Ja. Ist deine Figur Gruppenchef? Jetzt hat er's. Ja. Ja, sie existiert. Ist deine Figur übergewichtig? Möchte ich jetzt nicht, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ne? Aber jetzt einfach so vom, so weit, was ich jetzt gefühlsmäßig von der Webcam gesehen habe, würde ich jetzt mal einfach sagen, ja. Ja! Der Peter von Pete Smith. Ja. Cooles Foto, ja. Absolut korrekt. Okay, den haben wir. Ja, ich muss ein bisschen schwieriger noch werden, ne? Ich muss so richtig, was nehmen wir denn? Ich gehe jetzt einfach mal nach meiner Reihenfolge weiter, sonst. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Hat sie ein Handy? Nein. Trägt sie Schuhe? Interessante Frage, weil nein. Einer existierenden Tierart? Nein. Hat sie Beine? Nein. Manchmal. Sag mal nein. Zwei Augen? Ja. Ist deine Figur ein Geist?
Ja. Lebte deine Figur in Russland? Mir ist jetzt nicht die gesamte Geschichte bekannt, wo die überall war. Boah, ich glaube, die lebte schon ziemlich an vielen Orten. Ich sage jetzt aber mal nein, weil... Stammt deine Figur aus einem Anime? Nein. Spielt deine Figur in einer Filmreihe mit? Oh, ja. Wenn der Akinator eine menschliche Person wäre, würde ich jetzt sagen, das bringt ihn auf die falsche Schiene, aber ja. Kennt man deine Figur aus einem Film? Ja. Ist deine Figur ein Flaschengeist? Yep. Genie aus Aladdin. Ich habe ja gedacht, er ist jetzt ein bisschen zu egoistisch und fragt zuerst, ob er es selbst ist. Aber er ist nicht darauf reingefallen. Yep. Sehr gut. Wurde irgendwie vor 15 Minuten von jemandem gespielt. Von daher, ja. Ist halt auch die Figuren, die öfters gespielt werden, die findet er eher raus. Von daher. Okay, nächster. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Trägt deine Figur Männerkleidung? Ja. In Deutschland geboren? Naja, ich denke jetzt an die... das muss ich jetzt halt vorwegnehmen, an die fiktive Figur. Boah. Also ich glaube nicht, aber... Wahrscheinlich nicht. Existiert deine Figur wirklich? Nein. Macht deine Figur Kämpfe? Nein. Nein. Spielt deine Figur in einer Kinderserie? Nein. Es gibt noch was anderes zwischen Kinder und Kämpfen. Hat deine Figur Beine? Ja. Ein Handy? Das ist jetzt sehr schwierig. Das ist jetzt sehr schwierig, weil... ja, ich will es nicht verraten. Wobei, dann könnte man ihn ja orten, wenn er ein Handy hätte. Oder? Ich sag mal, wahrscheinlich nicht. Sein Gesicht ist geil. Habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Okay. Nein, ich sag mal, wahrscheinlich nicht. Einen Bart? Nein. Über 20, ja, oh ja. Spielt deine Figur in einer amerikanischen Serie? Ja. Ist deine Figur ein... Nein, kein Zeichentrick. In einer Comedy-Serie? Nein, ist kein Comedy. Hauptheld des Werkes? Nein. Nein, ich will jetzt langsam ein bisschen schwieriger werden. Dann nehme ich nicht den Hauptheld. Nicht mehr, nein. Älter als 50? Ja. Ja. War deine Figur schon in den 80er Jahren bekannt? Nee, das ist etwas zu früh. Etwas zu früh. Hat deine Figur etwas mit Übernatürlichem zu tun? Ja. Hat sie übernatürliche Kräfte? Nein! Der ahnt was. Der ahnt was. 100 Pro, der ahnt was. Ja. Trägt deine Figur einen Bart? Oh, das ist jetzt aber eine vergeudete Frage, hat er schon gefragt. Nein. Ein Wissenschaftler? Nein. Ist deine Figur weiblich? Nein. Kann man deine Figur auf RTL 2 sehen? Nein. Ist deine Figur ein Anführer? Also so habe ich jetzt den... so genau habe ich jetzt die Handlung der Serie nicht mehr im Kopf, um sagen zu können, ist es ein Anführer? Nee, ich würde eher sagen nicht, aber ich will jetzt nicht einfach Nein sagen und dann schließt es aus, weiß nicht. Erwischt. Er hat mich erwischt, raucht deine Figur, ja. Lebt sie vegetarisch? Ich glaube nicht. Woher soll ich das wissen? Frag sie doch selbst. Ich sag mal, weiß nicht. Yep.
Der Krebskandidat aus Akte X. Absolut korrekt. Aber er hat schon ein bisschen mehr als 20 Fragen gebraucht. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal was. Ich habe es ihm schon ein bisschen schwieriger gemacht. So. Oh, die Zeit ist ja schon wieder fast um. Komm, schnell, nächste Figur. Nächste Figur. Ist eine Figur in Deutschland geboren? Wen habe ich denn jetzt? Nee, nein. Ein erwachsener Mann? Nein. Weibliche Kleidung? Ha. Die Frage sollte mich jetzt nicht überraschen, die kommt ja jedes Mal, aber das ist jetzt interessant, weil doch, ist schon... doch, ist schon ganz klar weiblich, aber ist halt interessante Kleidung, also... Aber ja. Lebt sie in Amerika? Nein. Kennst du deine Figur persönlich? Also, du meinst jetzt irgendwie... Wie meinst du das jetzt? Nein, also... Nein. Existiert sie? Nein. Deswegen auch nicht persönlich. Blondes Haar? Ist das... Zählt man das zu blond? Also, wenn man jetzt sagt, okay, man ist entweder blond, rothaarig oder brünett, dann... Ja, aber... Ich würde mal sagen, es gibt noch mehr Farben, also nein. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Ich glaube nicht. Schon mal... Okay, also jetzt haben wir einen solchen Fall, wo einfach ich bei jeder Frage sagen muss, das ist so ziemlich schwierig zu definieren. Hat sie schon mal jemanden getötet? Also mit Töten... Ach so, wobei, da kommen ja auch Lebewesen vor. Also ja. Stammt eine Figur aus einem Spiel? Ja! Nein, nicht aus Fortnite. Kennt sich deine Figur gut mit Schusswaffen aus? Das ist jetzt halt auch wieder so eine Definitions... Fällt das bei ihm unter Schusswaffen? Also es gibt entweder gibt es Nahkampf oder Schusswaffen dann, ja. Nee, auch sonst, sie könnte. Stammt eine Figur aus einem Spiel im App Store? Nein. Stammt eine Figur aus einem Blizzard-Spiel? Nein. Ganz kalt. Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt? Ja. Spielt deine Figur Minecraft PE? Also, Moment, ich habe jetzt eine Videospielfigur und er fragt mich jetzt, ob die Videospielfigur Minecraft spielt? Nein. Wieso soll die Minecraft spielen? Mag deine Figur Honig? Ich glaube, es gibt Honig als Item im Spiel, aber gibt es? Oder bin ich jetzt woanders? Aber ich sag mal nein, also... Oder? Das wäre mir komplett entgangen. Nö. Kämpfte deine Figur? Ja, definitiv, ja. Das ist sogar in der richtigen Form formuliert. Ja, die hat gekämpft. War deine Figur in einem... Nein. Ist deine Figur bekannt? Pff. Ah, also... Also... Videospiel halt, also... Ja. Trägt deine Figur einen Pelz? Nein. Nee, ziemlich nicht, nein. Einen eigenen Kinofilm? Nein, hat sie nicht. Ja, ist schon das... Ich glaube, das ist so eine Sache, wo er hätte Glück haben können, wenn er andere Fragen gestellt hätte. Das ist vielleicht dann manchmal auch ein bisschen Zufall. Hat deine Figur dunkle Haare? Nein. Trägt deine Figur ein Schwert? Ja. Mehr als eins. Ist deine Figur ein Roboter? Siehst du, das ist jetzt halt auch wieder so eine Definitionssache. Also wenn ich jetzt sage ja, dann gibt es sicher Leute, die schauen zu, wenn wir nur 10 Views haben, aber allgemein könnte man sagen, dann schauen sicher Leute zu und sagen, nein, das ist kein Roboter. Aber das ist vielleicht auch dann für dieses Quiz jetzt schon wieder ein bisschen kleinlich, wenn man es jetzt unterscheidet. Ich sag mal wahrscheinlich. Dann weiß er vielleicht so,
ja, geht in diese Richtung, aber... Absolut korrekt. Absolut korrekt. To be aus Nier Automata, okay. Ich überlege mir hier zu viel, ich will dem noch helfen, aber der weiß sowieso alles. Also, es braucht mich gar nicht mehr, der kann alleine spielen. Der kann die nächste Runde alleine spielen. Was will ich noch hier? Zeit ist sowieso um, also... Aber es war voll lustig für mich. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht zum Zuschauen und Mitraten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und der kann alleine spielen. Ciao! Interessant ist übrigens 1419 Mal gespielt worden und das letzte Mal auch heute Nachmittag wieder. Also jetzt nicht so oft, also war schon ein guter Versuch von mir. Aber wurde auch heute gespielt wieder. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Hilfe! Meine Güte, meine Fresse. Ja, hallo zusammen bei Besagan. Ich bin immer noch Sammy, das ist immer noch der Akinator. Super Begrüßung, es ist immer noch Sammy, oh nein, scheiße, gehen wir woanders hin. Nee, okay. Ja, der soll noch ganz schön ins Schwitzen kommen hier, der Genie, ne? Wenn ihr keine Lust habt auf das Mitraten, dann könnt ihr in der Video... Ich mach's nochmal von vorn. Ihr dürft wieder mitraten, wenn ihr wollt, wen ich mir so ausgedacht habe. Ich mach's nochmal ganz von vorne. Jesus Christ.